aktuell TV mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Ahrweiler. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Am 23. Januar entschieden sich die Wählerinnen und Wähler im Kreis Ahrweiler für eine neue Ära. Mit 50,2% der Stimmen wurde die parteilose Kandidatin Cornelia Weigand zur neuen Landrätin gewählt. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze des Landkreises. Vergangenen Freitag wurde die 50-Jährige feierlich in ihr Amt eingeführt. Im Namen des Landkreises Ahrweiler ernenne ich Frau Cornelia Weigand zur Landrätin des Landkreises Ahrweiler. Die Ernennung erfolgt unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für 8 Jahre. An der öffentlichen Sitzung des Kreistages in der Remagner Rheinhalle nahm neben den kommunalen Vertretern auch Innenminister Roger Lewenz teil. Für die musikalische Untermalung sorgte das Streichensemble des Rheingymnasiums Sinzig. Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch hatte die große Ehre, die erste Landrätin des Kreises Ahrweiler zu vereidigen. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. In seinen Grußworten stellte der rheinland-pfälzische Innenminister deutlich heraus, welch große Verantwortung auf den Schultern von Cornelia Weigand lastet. Der Landkreis Ahrweiler ist zweifelsfrei der am stärksten betroffene Landkreis im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Nicht nur sehr viele Menschenleben wurden durch die Flut genommen, sondern es wurden auch massive Schäden an der Infrastruktur angerichtet, die vielerorts Existenzen bedrohen. Die Aufgaben, vor der Sie als neu gewählte Landrätin stehen, sind ohne Beispiel. Mit klaren Worten richtete sich die neue Landrätin an die Kreistagsmitglieder und die Mitarbeiter der Verwaltung. Zum Wiederaufbau des Kreises sei es wichtig, die Sachpolitik in den Fokus zu nehmen. Bei diesen großen Aufgaben geht es nicht um Parteistrategie, um Posten oder um Pöstchen. Es geht schlicht um die Zukunft des Kreises Ahrweiler. Viele Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, wollen ihr Zuhause wieder aufbauen. Die Orte ihrer Heimat sollen wieder auferstehen. Dafür braucht es gute Lösungen, tragfähige Kompromisse, gemeinsam gefällte Entscheidungen. Also schlicht Zusammenarbeit. Das geht nur miteinander. Cornelia Weigand dankte dem ersten Kreisbeigeordneten Horst Gies in ihrer Rede für seine geleistete Arbeit. Gies konnte aufgrund einer Corona-Infektion nicht persönlich an der Feierstunde teilnehmen. In den 8 Jahren ihrer Amtszeit möchte die parteilose Landrätin viel für das Ahrtal bewirken. Wir wissen, es geht um Wiederaufbau. Das ist sehr langwierig und es ist der große Wunsch, dass die Menschen natürlich wieder ihr Zuhause haben und dass aber auch die Orte wieder entstehen als Heimat für die Menschen, für die Betriebe, dass wir auch das Wohl der Umwelt so weit im Fokus haben, dass wir nachhaltig wieder auferstanden sind, dass viele der Themen, die für uns drängend geworden sind, von Energie, Mobilität, Wärme, von Digitalisierung, von guter Bildung, dass diese Themen sehr weit fortgeschritten sind, vielleicht an vielen Stellen auch so weit sind, dass wir mit gutem Gewissen und Stolz darauf blicken können und sehen, dass unser Kreis gestärkt aus dieser großen Katastrophe schon hervorgegangen ist. Wenige Tage nach der Vereidigung trat die neue Verwaltungschefin offiziell ihren Dienst in der Kreisverwaltung Ahrweiler an. Viel Zeit zur Einarbeitung bleibt nicht, um die Fülle der anstehenden Aufgaben schnell und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu bewältigen. Blick aktuell TV mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Ahrweiler. Wenn es um Geld geht, Sparkasse.